Hallo und willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf meinem Kanal. Heute werden wir auf unserem Rechner Win einen Tor-Browser installieren. Warum das Ganze? Nun, man munkelt gerne mal, der Tor-Browser ist relativ kompliziert zu installieren und es ist kompliziert, ihn anzuwenden. Das ist es nicht mehr so. Es ist relativ einfach, sich den Tor-Browser herunterzuladen und zu nutzen. Doch welche Vorteile bietet das Ganze? Nun, der Tor-Browser lässt uns anonymer im Internet herumsurfen. Sprich, wir kriegen Webseiten so eigentlich dargestellt, wie sie eigentlich auch unzensiert in der Regel im Internet dann zur Verfügung stehen. Beispielsweise, wenn auf YouTube ein Video in unserem Land blockiert sein sollte, dann können wir über den Tor-Browser das Ganze wieder eben entsperren lassen. Ein anderes Beispiel auch, was ganz praktisch ist, wenn man mal eine Reise kaufen möchte, buchen möchte oder wie auch immer, dann geht man natürlich auf diverse Seiten und die schlagen einem einen Preis vor. Wenn man mal das öfter dann auf die Seite geht und hofft, es wird billiger, dann merkt man, irgendwie wird es teurer. Ja, denn die geben den Preis, umso öfter man natürlich die Seite besucht, etwas an, damit sie dich dazu zwingen, in Anführungszeichen, jetzt sofort diese Reise für diesen Preis zu buchen. Wer blöd ist, der drückt halt 20 Mal drauf und muss dann schlussendlich vielleicht 5% mehr bezahlen, obwohl die Reise eigentlich nicht teurer ist. Denn wenn wir mit einem frischen Browser, einer anderen IP und geleertem Cache auf die Seite gehen, dann kostet sie eigentlich wieder den ursprünglichen Preis. Natürlich kann man auch die andere Seite natürlich erwähnen, ja, wenn man mal was Illegales machen möchte, sei es ein Song oder einen Film herunterladen, dann kann man das Ganze natürlich über das Tor-Netzwerk tun und ist damit anonym geblieben und ja, die Männlein in grün bzw. jetzt blau stehen dann nicht 2 Tage später vor der Tür mit einem Zettel in der Hand. Du schuldest wem auch immer 10.000 oder 20.000 Euro. Natürlich sollte es jetzt auch keine Einladung sein, jedes Mal jetzt sofort beginnen mit dem Download von eben raubkopierten Filmen oder Musikstücken. Nein, das soll lediglich darstellen, dass man tatsächlich anonym im Internet unterwegs sein kann. Ich möchte aber auch noch eine Warnung abgeben, und zwar, der Tor-Browser ist keine VPN-Verbindung. Das wird gerne mal verwechselt. Der Tor-Browser ist einfach ein eigenständiger Browser, der dich in dem Browser selbst anonym im Internet auftreten lässt. Wenn du irgendein Programm auf deinem PC ausführst, dann geht es nicht durch das Tor-Netzwerk. Sprich, wenn du dir ein illegales Programm herunterlädst, das ist virenverseucht und telefoniert zum einen vielleicht direkt zur Polizei, zum anderen zu einem Hacker oder was auch immer, der jetzt deine Daten absaugt, dann wird das uneingeschränkt über dein normales Internet geschickt. Und nicht über das Tor-Netzwerk. Und damit können wir eigentlich direkt schon loslegen, wenn ihr anonymer werden möchtet. Dazu gehen wir hin und öffnen einfach kurz einen Browser, denn wir müssen uns jetzt lediglich nur noch den Tor-Browser herunterladen. Das Ganze geht sehr einfach. Wir gehen hin, geben hier oben in der Suche einfach Tor-Browser ein und dann sollte unsere Suchmaschine des Vertrauens hier direkt die Seite torproject.org anzeigen. Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. Dort klicken wir einmal drauf, kommen wir hier auf diese Seite und wir gehen dann hier direkt auf Download Tor. Hier kriegen wir auch schon die passende Version angezeigt. Der Tor-Browser wäre jetzt auch zur Verfügung noch für den Mac und Linux. Wir haben hier aber einen Windows-Rechner, Windows 10 um genau zu sein. Deswegen belassen wir hier das Ganze bei der Windows-Version. Es gibt auch eine Android-App, die könnt ihr euch zum Beispiel direkt aus dem Play Store laden oder auch, glaube ich, hier von der Seite direkt. Wir wählen jetzt hier einfach noch kurz die Sprache aus, dann wird auch der Browser in unsere Sprache heruntergeladen. Wir sagen Deutsch, wählen die 64-Bit-Version aus. Wer die 32-Bit-Version nutzen will, die gibt es hier unten. Und ja, drücken wir hier auf Download. Wir kriegen hier die deutsche Version eben jetzt zum Herunterladen angezeigt, eben mit dem DE hier am Schluss. Drücken auf Datei speichern. 53 MB hat er schnell heruntergeladen. Und dann installieren wir das Ganze kurz. Geht recht fix. Wir führen das Ganze aus, sagen Deutsch, okay. Sagen das Ganze mal kurz auf den Desktop installieren, denn das Ganze wird mit den normalen Benutzerrechten getan, nicht mit Adminrechten. Wir haben jetzt hier auch keine Admin-Abfrage abbekommen, deswegen das Ganze wird nur mit Benutzerrechten installiert. Wer das Ganze zum Beispiel in den Programmeordner installieren möchte, der muss die Exe-Datei hier erstmal als Admin ausführen und auch jedes Mal, wenn er den Tor-Browser startet, das Ganze als Admin ausführen, damit er auch eben Updates herunterladen kann. Ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll, wenn man der ganzen Sache hier nicht so vertraut und alles als Admin ausführen ist jetzt auch nicht immer so die beste Wahl. Deswegen lassen wir das Ganze hier mal beim Desktop, drücken auf Installieren und dann wird das Ganze installiert.
zwei Infos. Er entpackt eigentlich jetzt das Ganze nur. Sprich, wenn wir das Ganze mal deinstallieren möchten, dann können wir einfach hier diesen Ordner löschen und schon ist alles weg. Zum anderen, wir installieren jetzt hier eine Firefox-Version. Sprich, wer schon mit dem normalen Firefox gut zurechtkommt, der kommt jetzt auch mit dem Tor-Browser zurecht. Es ist kein Google Chrome oder Vivaldi oder sonst was. Nein, es ist Firefox. Können wir auch nicht ändern. Nachdem dann die Installation durch ist, können wir hier noch sagen, er soll einen Shortcut auf dem Desktop machen und den Startmenü sowie den Tor-Browser direkt starten. Ja, macht das. Wir können das Setup hier eigentlich direkt wieder löschen. Dann haben wir jetzt noch ein kleines Setup. Wir können einmal hier über Konfiguration dem Tor-Browser noch sagen, er wird beispielsweise in meinem Land blockiert. Er versucht da eben die Ländersperre zu umgehen. Ist jetzt zum Glück in Deutschland nicht der Fall. Ich hoffe, das bleibt auch so. Nur in anderen Ländern ist es eben so, dass der Tor-Browser blockiert wird, beziehungsweise das Tor-Netzwerk, und dann würdet ihr nicht ins Internet damit kommen. Wenn wir hier den Haken setzen, dann versucht er das Ganze zu umgehen. Wie genau das funktioniert, lest ihr am besten in der Doku nach. Und gegebenenfalls müsst ihr noch Anpassungen vornehmen, deswegen Doku ist hier ratsam. Wenn wir noch einen Proxy verwenden würden, dann können wir den hier auch noch eintragen. Habe ich keinen drin, deswegen brauche ich das hier nicht setzen. Danach können wir hier auf Verbinden klicken und es wird jetzt eine Verbindung ins Tor-Netzwerk aufgebaut. Was passiert nun? Nun, wir surfen jetzt über das Tor-Netzwerk. Sprich, wir surfen über 3, 4, 5, 6, 7 oder was weiß ich wie viel Server. Und die erstmal zurückzuverfolgen ist für den, der es möchte, erstmal sehr, sehr schwierig. Wir sind also jetzt im Prinzip anonym in diesem Browser unterwegs und sind nicht nachverfolgbar. Das große Plus, bei jedem neuen Seitenaufruf werden die Server geändert. Sprich, wenn ich jetzt auf der einen Seite bin und wechsle dann in den Bereich News oder wechsle auf eine andere Seite, habe ich wieder eine komplett andere IP. Sprich, mich jetzt nachzuverfolgen ist für den, das will, extrem schwer geworden. Das ist nicht mehr wie mit einer VPN, wo wir eben nur eine einzige IP-Adresse nachher, die eben von der Gegenstelle, die weiß Gott wo stehen kann, beziehungsweise Schweiz, Amerika oder sonst wo. Nein, hier haben wir auch ganz viel IPs mehr. Gut, legen wir los mit der Nutzung des Tor-Browsers. Wir können jetzt hier beispielsweise einmal Vollbib machen und kriegen gleich eine Warnung hier eben angezeigt, dass eben der Vollbib-Modus auf mich zurückzuführen wäre, weil ja, ich habe jetzt halt den Monitor mit der Auflösung und das könnte ja theoretisch ich sein. Wenn ich das Ganze in der Standardauflösung lasse, dann kann es theoretisch jeder sein. Wir können das Ganze aber auch ignorieren, wenn wir sagen, okay, denn wir wollen hier ja alles sehen. Wir haben hier oben jetzt eine Zwiebel in die Leiste dazu bekommen. Und wenn wir hier draufklicken, dann können wir hier einmal eine neue Identität machen. Sprich, er leert komplett den Cache, besorgt sich neue IP-Adressen und ist dann wieder frisch unterwegs. Wir können hier in die Sicherheitseinstellungen rein. Da können wir sagen, wie sicher wir den Tor-Browser nutzen möchten. Wir können beispielsweise hier das Ganze auf Standard belassen. Und dann wird eben der normale Tor-Browser verwendet. Er geht über mehrere Server eben vom Tor-Netzwerk und blockiert einiges an Skripten. Wenn wir hier auf sicher gehen, dann werden zum Beispiel Skripte, die nicht über HTTPS laufen, blockiert. Einige Schriftarten, Symbole und so weiter, sowie auch Audio und Video werden blockiert. Und wenn wir hier am sichersten gehen, wird erstmal alles an Skripten blockiert. Auch Schriftarten werden blockiert und Audio und Video wird blockiert. Wir müssen beispielsweise bei Audio und Video eben das separat anklicken, dass es abgespielt wird. Wenn wir hier auf OK klicken, dann wird das Ganze auch direkt übernommen. Wir haben hier auch noch die Tor-Netzwerkeinstellungen. Das ist das, was wir gerade eben schon hatten. Wenn wir also jetzt gemerkt haben, wir haben Probleme, ins Internet zu kommen, können wir das hier wieder ändern. Dann können wir hierüber auch direkt auf Tor-Browser-Aktualisierung prüfen. Wird immer gemacht, eigentlich automatisch. Wenn wir den Tor-Browser öffnen, guckt er selber nach, ob er irgendwelche Aktualisierungen zur Verfügung hat und zeigt dann das Ganze eben direkt an. Wir haben hier ganz normal Firefox. Deswegen können wir auch hier aufs Hamburger-Menü Hilfe über den Tor-Browser und dann kriegen wir das Ganze auch hier angezeigt. Wir haben hier eben den Tor-Browser 8.0.3, welcher eben auf der Firefox-Version 60.3 basiert, was die ESR-Version aktuell ist. Hätten wir hier noch ein Update, dann würde auch hier, wie üblich bei Firefox, ein Button anzeigen, dass er jetzt neu starten kann. Was wir auch installiert haben, ist eben NoScript in der aktuellen Version, die auch mit dem neuesten Firefox funktioniert, die wir dann dementsprechend nach den Einstellungen von Tor eben angepasst. Also wir haben sowieso gesagt, jetzt wir wollen sicher unterwegs sein, deswegen blockieren wir jeden Schrott.
den es im Internet gibt. Gut, kleine Demonstration, dass das Ganze auch funktioniert. Gehen wir kurz hin, öffnen noch kurz mal einen normalen Browser und gehen einfach kurz hin und checken meine IP. Aktuell ist das hier meine IP-Adresse, die ich eben vom Provider zur Verfügung gestellt bekommen habe. Wir sind jetzt hier eben nur die IPv4. Ich habe eigentlich noch eine IPv6, aber darauf hat er scheinbar keinen Bock. Gut, damit bin ich jetzt eben im normalen Browser online zurückzuführen auf meinen Provider, schlussendlich auch auf mich, weil der lockt den Scheiß ja mit. Gehen wir in den Tor-Browser, machen das ganze Spiel nochmal. Wir bekommen gleich angezeigt, dass eben die Seite versucht, eben die Sache so darzustellen, wie der Browser eingestellt ist, eben in der Regel in meine Muttersprache. Wir können das Ganze eben auf Englisch ändern, dann geben wir jeder Webseite mit, wir möchten es gerne auf Englisch sehen. Ist eigentlich relativ bequem bisher, weil wenn wir irgendeine Webseite aufrufen, dann wird automatisch auf Deutsch umgestellt, weil die IP-Adresse meistens aus Deutschland kommt oder deutschsprachigen Raum. Und dann kriegen wir das Ganze auch lesbar angezeigt und wir müssen nicht jedes Mal die Sprache umstellen. Das ist aber auch wieder zurückzuführen auf uns. Der Browser kann das Ganze blockieren und direkt auf Englisch stellen. Wir müssen halt manuell das Ganze beispielsweise umstellen. Wir können jetzt sagen, ja. Und dann wird das Ganze so eben angepasst. Gut, ich habe jetzt hier auf der Seite nichts eingebunden, was irgendwas auf Sprache hinweist. Aber die Aufforderung, das eben zu ändern oder nicht zu ändern, bekommt ihr so oder so. Wir kriegen jetzt hier auch eine ganz andere IP-Adresse angezeigt, auch eine IPv6 heute. Und gut, mit der ist jetzt ein bisschen schwierig, das Ganze nachzuverfolgen. Drücken wir mal auf Aktualisieren. Ja, wird sich heute nicht ändern. Wir sind jetzt eben kurz über das online. Wenn ich jetzt hier sage, neue Identität. Machen wir das ganze Spiel noch. Wir haben jetzt auch einen neuen Browser hier geöffnet bekommen. Ja, jetzt habe ich eine neue IP-Adresse. Wir können nachgucken, woher die kommt. Gehen wir beispielsweise mal auf Google. Suchen das Ganze. Wir haben jetzt auch eine komische Sprache bei Google. Ich weiß jetzt nicht, wo wir gelandet sind. Das okay. Ja. Okay. Google hat die IP-Adresse auch schon indexiert. Wir hätten jetzt hier so eine Bin-ich-ein-Roboter-Abfrage. Okay. Können wir ja nicht machen. Wir haben hier alle Dinger blockiert, alle Skripte. Gehen wir auf eine andere Suchmaschine, gucken, was die darstellt. So. Nehmen wir einfach mal das hier. Wir sind scheinbar aus Indien. Aktuell. Die IP-Adresse wird also irgendwo im indischen Raum zugewiesen. Wie gesagt, das ist bei Google, das ist jetzt aktuell so, wir haben ja alle Skripts blockiert und es steht dann auch hier. Ich müsste jetzt eben die Skripts aktivieren, um eben diese beschissene Abfrage mit dem Capture-Feld zu lösen, um eben meine Suche angezeigt zu bekommen. Ist halt jetzt so, damit müsste man leben oder wir stellen das Ganze eben so sich unsicherer ein, damit wir das Ganze eben lösen können und eben die Webseite so nutzen können, wie sich's der Entwickler vorstellt. Wenn wir jetzt beispielsweise noch einen Test machen, wenn wir mal auf YouTube gehen, dann werden wir jetzt auch gleich feststellen, hier lädt nicht so viel. Denn der ganze Krempel mit den Videos, was hier angezeigt wird, wird per JavaScript reingeladen. Auch das Menü und hier oben die Suche und die Knöpfe ist alles JavaScript. Was wir jetzt angezeigt bekommen, sind eben ein paar Platzhalterbilder, wo eben theoretisch jetzt ein Video geladen werden sollte. Wir müssten auch hier wieder Skripts aktivieren, dass eben was funktioniert. Aber wir sind sicher unterwegs. YouTube weiß nicht, woher wir kommen. Gehen wir beispielsweise mal auf meine Webseite. Die wird eigentlich in der Regel normal dargestellt, denn für die normale Anzeige ist nicht viel JavaScript notwendig, beziehungsweise überhaupt kein JavaScript. Er sieht halt nicht ganz so hübsch aus. Wir sehen, wir haben hier die Standardschriftart des Browsers, nicht die, die ich hinterlegt habe. Hier fehlen beispielsweise ein paar Icons, die im Menü drin sind, die darauf hinweisen, dass wir hier was zum Aufklappen haben. Die Videos hier unten werden nicht geladen, weil wir eben die Skripts nicht aktiviert haben, beziehungsweise auch nicht die Cookies. Und hier unten fehlen beispielsweise die Smileys. Was hier geladen wird, sind natürlich die Bilder, die ganz normalen Links und der Text, der drin ist. Auch hier die Textfarben und so, die passen. Auch Links, die es hier zur rechten Seite gibt, die sind da. Wenn wir jetzt beispielsweise mal auf Neu klicken, das dauert jetzt ein bisschen mit dem Laden, weil wir ja über
mehrere Server gehen und die unter Umständen ausgelastet sein könnten, beziehungsweise sehr entfernt von mir stehen und die Verbindung dahin allgemein nicht so gut ist. Mein Server ist in der Regel nicht so langsam. Dann hat das Ganze auch irgendwann mal geladen. Wir sehen auch hier die ganzen Bilder und Texte, die werden in der Regel normal geladen, so wie ich mir das auch vorgestellt habe, nur eben mit der Schriftart und so passt das nicht ganz. Wenn wir hier dann irgendwas anklicken, dann kommen wir hier auch auf die Seite und wir sehen die Infos, die wir eigentlich brauchen. Und das Ganze natürlich sehr anonymisiert. Auch ich werde jetzt selber, wenn ich irgendwas nachher nachgucken werde, theoretisch über den Besuch auf dieser Webseite jetzt irgendeine IP-Adresse angezeigt bekommen, die von weiß Gott woher kommt. Und ich werde nicht sagen können, dass das jetzt gerade ich war. Aber nun gut, so könnt ihr eben den Tor-Browser auf eurem Rechner nutzen. Wie gesagt, das ganze Ding gibt es auch für den Mac- und Linux-Systeme und auch für euer Android-Gerät. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt die unten in den Videokommentaren. Falls ihr Probleme habt, dann wendet euch ans Tor-Projekt, denn die können euch dort gerne mal weiterhelfen. Auch wenn beispielsweise in eurem Land eine Ländersperre vorliegt fürs Tor-Projekt, dann könnt ihr dort auch euch die hoffentlich wenden und die helfen euch weiter. Es gibt auch sehr viele schlaue Köpfe da draußen, die eben sich mit solchen Sachen beschäftigen und dafür sorgen, dass ihr trotz Ländersperre den Tor-Browser nutzen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß nun anonym durchs Netz zu surfen und wir sehen uns dann hoffentlich anonymisiert im nächsten Video dann wieder. Bis dahin, haut rein!